Der Titel dieses Video: Ist Deutschland in Gefahr? Kriminalität in Deutschland steigt oder fällt? Wird Mord und Totschlag in Deutschland Standard? Ist Märchenstunde von der Regierung und von den Regierungen der Bundesländer? Und ist stiller Gehorsam zu der Bundesregierung CDU, CSU, SPD angesagt? Es wundert mich nur, dass täglich über Attentate, Messerattacken und andere Tätlichkeiten auf Personen in Deutschland, aber auch in Europa stattfinden und auch noch darüber berichtet wird, dank der nichtstaatlichen Medien. Soll dem deutschen Bürger von oben herab eingebläut werden, dass die Kriminalität rückläufig sei? Oder ist dies die Bestätigung der Unfähigkeit unserer Parteipolitiker bzw. Regierung? Im Gegenteil wird aber auch berichtet, wir brauchen mehr Polizei, Richter und so weiter. Auch droht den Gefängnissen der Kollaps. Das heißt, die Gefängnisse sind überfüllt. Ich frage mich, wie kann das sein und woher kommt dieses bloß? Wie also kann es sein, dass weniger Straftaten begangen werden sollen, aber immer mehr ins Gefängnis müssen? Allerdings muss der Bundestag stark gefährdet sein, da der Bundestag immer weiter aufgestockt wurde, um bisher 111 Abgeordnete. Denn regulär sollten nur 598 Abgeordnete im Bundestag, in Anführungsstrichen Reichstag, sitzen. Sind die Regierenden, Herrschenden schon so gefährdet, dass es mehr als 598 Abgeordnete im Bundestag, wie gesagt in Anführungsstrichen Reichstag, zum Schutz der Kanzlerin sitzen müssen? Zur Erläuterung: Es sollten mit der Erststimme 299 und mit der Zweitstimme 299 Abgeordnete in den Bundestag sitzen, was in meinen Augen immer noch überheblich viel zu viel ist. Mehr als in den USA. 299 Abgeordnete reichen, denn mehr unnütze Abnicker bedarf es in Deutschland bestimmt nicht. Die Parteien haben die Gesetze dazu allerdings selbst verabschiedet. Erlass der Parteien. Und das Unverschämte darin ist, sie sagen immer wieder, es steht ja im Gesetz. Aber wer hat diese Gesetze gemacht? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Auch bei der automatischen, unverschämt überhöhten Diätenerhöhung 2017 berufen sie sich auf die von ihnen selbst erlassenen Gesetze. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Merkel, CDU und Gabriel, SPD, haben es bewiesen. Sie haben für ihre diktatorische Entscheidung der Außerkraftsetzung von Schengen- und Dublin-Abkommen und Artikel 16a Asyl keinen einzigen Abgeordneten gebraucht. Demnach sitzen im Bundestag 707 Abgeordnete zu viel, also unnütz. Von den Kosten in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro in 4 Jahren noch nicht gesprochen. Zum Verständnis: Im jetzigen Bundestag, im Reichstagsgebäude, sitzen regulär 709 Abgeordnete. Gemeint mit den 707 waren die Abgeordneten, die da unnütz rumgesessen haben, da zwei dieser Abgeordneten, nämlich Merkel und Gabriel, die Sache alleine entschieden haben. Ich frage mich, aber auch alle deutschen Bürger, handelt so eine demokratische Regierung oder ist es schon Diktatur? Ist es in Deutschland und Europa seit 2016 gefährlicher geworden, seit dem Rechtsbruch von Merkel, CDU und Gabriel, SPD? Hallo deutsche Bürger, macht euch doch einmal Gedanken darüber, wie der Zustand im heutigen Deutschland ist. Denn Merkel, CDU und Gabriel haben damit die europäischen,
EU-Länder diktatorisch bevormundet bzw. überrumpelt. Also Merkel, CDU und Gabriel, SPD, haben das Schengen-Abkommen und das Dublin-Abkommen außer Kraft gesetzt. Gegen den Willen, also ohne Zustimmung der deutschen Vertretung, sprich Abgeordneten, also diese 707, und der europäischen Länder. Artikel 16a Asylgesetz ist ein Gesetz aus der Zeit vor dem Schengen-Abkommen. Daher greift der Artikel 16a in Deutschland nicht. Die Grenzöffnung von Europa auf Veranlassung von Merkel, CDU und Gabriel, SPD, waren nach meinem Rechtsverständnis eine Vergewaltigung der europäischen Bevölkerung und damit eine eigenmächtige diktatorische Entscheidung, wieder ausgehend von deutschen Politikern. Aus diesem Grund sind für alle Straftaten von den in die europäischen Ländern hereingewunkenen illegalen Einwanderer der deutschen Regierung Merkel CDU und Gabriel SPD anzulasten. Und diese müssen für alle Folgen persönlich haften. Man bedenke, 1945 haben sich die Verantwortlichen der zu erwartenden Bestrafung entzogen. Fakt ist, nach deutschem Recht, alle illegalen Einwanderer hätten in einen abgeschlossenen Transitbereich untergebracht werden müssen, bis alles 100% abgeklärt ist, ob ihre Einreise mit dem deutschen Recht im Einklang steht. Was es natürlich nicht sein kann, da das Schengen-Abkommen dagegen steht. Meine Frage an die Deutschen, aber auch an die europäischen Bürger ist: Ist das Leben in Europa gefährlicher geworden nach den Rechtsbrüchen von Merkel CDU und Gabriel SPD? Ich sage immer, die CDU sollte das C und die SPD sollte das S aus ihren Parteinamen streichen. Denn christlich und sozial sind beide Parteien in keinem Fall für die deutschen Bürger. Daher habe ich mich gefragt, wie konnten die deutschen Wähler diese Parteien überhaupt noch wählen? Die Erklärung, ganz einfach. Viele haben aus Unfähigkeit, Ahnungslosigkeit, Bequemlichkeit oder auch aus Dummheit nicht gewählt, weil es ihnen in Anführungsstrichen noch relativ gut geht. Allerdings haben sie nicht darüber nachgedacht, über die Zukunft ihrer Kinder und Kindeskinder, da sie ja in Anführungsstrichen nur Egoisten pur sind. Anmerkung: Merkel CDU und Gabriel SPD wurden hier immer benannt, da viele Deutsche nicht wissen, wer die Schuld tragen muss an dem jetzigen unhaltbaren Zustand in Deutschland und Europa. Dieses ist heute meine noch freie Meinung. Der parteilose Preuße. Kann man heute noch den Spruch verwenden, Deutschland erwache?